Das nächste Video könnte für Friseure und für Blondinen sehr erschreckend wirken. Hier heute mal ein paar kleine Tipps zum Thema Gebrauch eines Silbershampoos. Erster Tipp, wenn man immer noch glaubt, dass ein Silbershampoo das macht, nämlich dass du glaubst, dass es dein Haar aufhält. Das ist falsch. Ist ein Silbershampoo genau das gleiche wie der Veredelung nach dem Blondieren in einem Friseursalon? Nee. Natürlich ist es nicht genau das gleiche, denn ein Silbershampoo rettet deine Haare nicht nach dem Blondieren. Ein Silbershampoo ist dafür da, um einen kühlen Ton, den du im Friseursalon gekriegt hast, kühl zu halten bis zum nächsten Friseurtermin. Silbershampoo draufballern auf den Kopf, bis der Arzt kommt. Ja, ich sag ja immer, brauchst du so viel Silbershampoo, ist vorher schon viel Scheiße gelaufen. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zum größten Tipp in diesem ganzen Video. Was die wenigsten von euch wissen, ist, dass ein Silbershampoo sehr sauer eingestellt ist, nämlich im pH-Wert 4,9. Wenn das Haar nass ist, ist es eher leicht alkalisch und wenn ich mit einem Silbershampoo, einem sauren Shampoo arbeite, trifft sich alles in der Mitte und das Haar ist total schicki. Jetzt kam aber wieder ein kleines Teenie-Girl auf die Idee, einen YouTube-Kanal aufzumachen, auf dem Badewannenrand zu sitzen, ein Video zu drehen und zu sagen, tragt euch das Ganze im trockenen Zustand auf, weil das wird noch viel geiler. Im trockenen Zustand ist das Haar aber leider Gottes sauer. Sauer plus sauer heißt nichts anderes als richtig sauer. Ja, und wenn ihr dann danach eure Haare föhnt, möchte euer Haar nichts anderes als euch verlassen.